Jo, dann auf ein neues. Irgendwas ändern. Also zum einen wollte ich die Harze noch ausprobieren. Das habe ich wohl wieder vergessen gehabt letztes Mal. Dann das Feuerresistenzding. Habe ich auch nicht drauf geachtet, ob das wirklich mehr gebracht hat. All dieses Feuerpuschel-Wuschel-Ding da. Das haben wir auch gar nicht mehr, ne? Ja. Aber ich glaube, diese Magic Burr und Fire Resist Burrs, oder wie auch immer die heißen, könnten wir in der Stadt kaufen. Kommen wir jetzt aber so schnell nicht hin. Beziehungsweise wir haben keine Seelen und nee. Ich mache das jetzt so. Ich versuche jetzt nochmal runterzukommen, was ja schwierig genug ist. Sollte ich das nicht schaffen, dann werde ich entweder Zeitraffern, weil ich könnte einfach hier 12-mal durchjagen und alle Gegner töten. Entweder Zeitraffern oder zurück in das Gebiet gehen, wo ich dachte, dass ich es abgeschlossen hätte. Also das in dem schlafenden Drachen. Dem Giftdrachen. Das habe ich wohl noch nicht abgeschlossen, denn da gibt es noch einen Boss. So jedenfalls die Kommentare und denen werde ich trauen können. Das heißt, es wäre interessant, da nochmal hin zurückzugehen. Oder ich könnte hier auch einfach in einen der anderen Gänge gehen. Weil es gab hier irgendwie 3 oder 4 Möglichkeiten sogar, wo ich weitergehen könnte. Da war was. Und denk dran, du kannst parieren. Also block. Parieren ist ja wieder was anderes. Ja. Weg. So, nein, nicht die Flasche nehmen. Die Flasche brauche ich beim Boss. Mach mal kurz den hier. Und kurz den hier. Hey, jawohl, die Ecke hier geht noch. Der Popixer ist das Hauptproblem. Wieder der Popixer. Da bist du. Dich kann ich ignorieren. Da oben ist die Kröte, ja. Was war das gerade? Das hörte sich sehr komisch an, was sie dir geflüstert hat. So, und er hier. Er hier ist auch ein Problem. Nicht, weil es total eng ist und eher Nahkämpfer ist und so weiter, sondern weil ich ihn nie treffe. Genau. Ich hau hier immer die Wand. So, da oben ist der erste Bogenschütze. Genau, du da hinten. Dich weg, so. Ich habe hier zu wenig Lebenspunkte. Ich bin gleich tot. Jetzt. Ich mag das hier nicht. Was mache ich da am besten? Also der Boss sah schon gut aus. Bisschen noch ein bisschen Feintuning und der wäre gelegen. Deswegen würde ich jetzt eigentlich ungern wieder was anderes machen. Das heißt, den Rest der Folge. Ich denke mal, es wird eine ganze Weile dauern. Also der Rest der Folge ist nur noch Grinden von mir. Und zwar so lange, bis hier alle Gegner tot sind, die ich töten kann. Also nicht die komischen Fernkämpfe oben. Das wird eine Weile dauern. Ihr könnt also, wenn ihr dafür keine Geduld habt, einfach zur nächsten Folge überspringen. Ich versichere euch, es passiert nichts irgendwie super Tolles. Sobald was super Tolles passiert, also im Idealfall keine Gegner mehr da sind, höre ich mit der Aufnahme auf und mache die nächste Folge an. Also in dem Sinne, fröhliche Schnitzeln. Bis gleich.